Aber wenn jetzt Lexi angegriffen und haben wir einen weiten Weg bis zurück, bis zu ihm. Ja, der Panzer auf der linken oder auf der rechten Seite? Ey, muss er gleich rüberkommen, er muss doch noch den anderen Panzer haben. An der Brücke hier vorne. Der Panzer steht neben dem Bunker. Wenn ah ja. Oh Gott, was. Er ist runtergefallen, Matze, der Sniper. Geil. Oh, ich sehe was. Ich sehe hier drüben was. Wo? Hier da, wo ich hingucke, war gerade einer. Ich habe ihm einen Headshot verpasst vom anderen Sternenjunge. Der guckt nie wieder hinterm Baum vor. Kann ich sehen. Der blaue Weste an. Ja, ja. Nur kurz aufs Gas und bis zuvor auf 140. Alter, ey, schon wieder so ein Scheiß-Spawn. Warum kriegen wir hier so Kack-Spawns? Du hast einfach in der Kopfstütze verpasst. Das ist doch gut, so aus so gleich da hinten. Das also für mich ist es gut, für dich ist es scheiße. Aber nee, ich ja muss zum, ja auch, zum, muss zum ja auch da hin. Ich muss ja auch, achso, wir müssen aufpassen, hier gibt es rechts Strom. Ich zieh gleich durch. Also rechts von uns kann einer spawnen, der uns ja gleich aus dem Leben haut. Und links kann auch der Penner vom ja, von einem einsamen Haus da kommen. Ja, scheiße. Scheiß Strom. Also alles unschön hier. Er rennt nicht mal über diese blöden Kartons drüber. Raus, pass rechts auf. 580 Newton wäre halt krass, Alter. Du kannst ja nachher wieder mitmachen, wenn du willst. Samurai hat irgendwie gesagt, dass er nachher auch weg möchte. Genau, ich habe die Seta versprochen, dass wir auch nochmal ein paar Runden genau drehen. Also können gleich quasi Change machen. Da passt das doch alles. Also da kommt einer hinter uns, lass uns ihn töten. Er ist unschuldig und gut aussehen. Trotz, dass er so schön ist. Ich verlasse mich jetzt, dass du den Schlüssel hast. Was wollte ich denn sagen? Ich habe letztens wo. Wer ist denn jetzt wer? Wer hat denn den Penishelm an? Ja, wahrscheinlich ich. Okay, dann darf Klaus vor, ne? Ja. Ich kann auch mit meinem Pullerkuppenhelm vorlaufen. Stört mich auch nicht. Nee, ich meine wegen dem Schlüssel. Ach so. Ich muss hier natürlich mich wieder hier an den Tisch setzen. Mann, hier war doch gerade irgendwo. Danke, Klaus. Hoppala. Du musst auch da rein, oder was? So, also ich liebe ja fast jedes Motorrad. Aber letztens habe ich eins gesehen, das war so ein hässliches Motorrad. Oh. Also ich. Es sieht in echt wahrscheinlich nicht ganz so hässlich aus wie auf den Fotos. Aber die Suzuki B-King. Olli, kennst du die? Das ist ja, also original ist das ja. Kommt hier einer rein? Ich? Ah, alter Schwede, Junge. Ich hätte nicht so aus dem, guck mal, wo ich stehe hier. Ich hör einfach hier unten jemanden laufen und denke, oh. Boah, Alter, dich habe ich gar nicht gesehen. Jetzt macht ein Klaus hier. Klaus ist Freeze. Mr. Freeze, Junge. Search. Oh, da war Klaus bestimmt schon dran. Die geilste Waffe im Tarkov. Thomas, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Oh. Ey, jemand ist draußen. Oh ja. Skip hat gecallt. Ja, da läuft doch ja schon am Fenster unten rum. Habt ihr gehört? Ja, ja. Und ich habe schon hier. Pass auf, Klaus, hin. Klaus hört uns scheinbar gar nicht mehr. Klaus? Klaus. Sich total abgenabelt.
hier rum? Der Klaus. Ich? Wo ist denn der Klaus? Hier vor dir. Na, aber er spricht nicht mehr. Ich weiß. Da schleicht einer durchs Gras draußen. Hm. Aber die Klaus waren doch nicht für uns. Da war doch einer, oder? Naja, da kriecht doch hier draußen durchs Gras, durch die Büsche. Da ist doch hier das gleich links. Das kann auch ein Skelett sein, aber. Nee, ich hab doch am Fenster gesehen, wie er gesprungen ist. Okay. Hm? Sah aber aus. Thomas, schön, dass du da warst. Bis demnächst. Pass auf dich auf. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst. Was ist denn mit Klaus los? Ich weiß nicht, der sagt nichts mehr. Nee. Hi, hallo. Jetzt? Hallo? Ah, jetzt hören wir dich. Was war? Okay, keine Ahnung. Hast dich gemutet? Nein. Aber du hast nicht gesprochen mit uns. Ich hab dir doch die ganze Zeit gesprochen mit dir, dass ich die alte Tasche nicht wegschmeißen kann. Die Dokumententasche. Ach so? Dr. Haus, dann schön, dass du da warst. BOT, ja, das ist manchmal so. Das ist halt, muss man cool bleiben. Also es war doch irgendwie ein Skeff da hinten, der durch das Gebüsch gekrochen ist. Da waren zwei Stück. Ich muss mal kurz nachklippen, dann komme ich auch raus. Ich bin doch kein Spieler. Nee, aber irgendwas hat doch auf Klaus geschossen, oder? In die, ja, die Skeffs. Die Skeff haben ihn gekitzelt. Ah, okay. Dann würde ich jetzt zum Pier rennen. Zum Pier? Nicht zu Resort. Ja, oder zum Resort und dann zum Pier. Auch egal. Ach so, mir auch. Ja. Was musst du am Resort machen? Da muss ich auch noch so ein Ding markern. Ich muss die ganzen... Was sagen? Ach, Gesundheit. Niesen. Ach, die Leichen oder was? Naja, nee, da stehen auch halt so Kisten, die du markern musst. Ach so, die Medikkisten, die da sind. Mhm. Ja, dann... Wo war? Hier schleicht noch was durchs Unterholz. Ich bin draußen, Matze. Ah, okay. Und Samurai ist auch draußen, oder? Nee, ich bin drin, ich bin drin. So, wo rennen wir dann zuerst hin? Ich würde sagen, erst Pier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, erst Pier. Weil das... Ah, der Klaus, du hast aber geblutet hier, ne? Jo. Weil Ressort ist ja so schon Mitte Karte. Piers... Spawnst oder rennst hin und machst dann direkt weiter. Alter, hier können wir aber gesniped werden wie. Ja. Wie sonst was, ne? Wir sind risikofreudig. Ein sehr hartes Leben, wenn ich hier mit euch führe. Weil sie mich gleich hier weghauen, alle. Ist hier und sieht lässig aus, muss ich sagen. Was sieht lässig aus? Wie er da rumläuft. Oh. Der ist hier oben? Das war doch hier oben. Ja, ja. Eine harte von mir? Von mir auch. Na gut, dann mach ich noch eins. Noch eine von mir? Hier ist ein toter Skeff oder ein toter Spieler. Vielleicht, es kann auch sein, dass wir ihn getroffen haben. Hier liegt was Totes. Hm, ich sehe es. Aber ich würde trotzdem weiter clearen. Ja. Hier liegt ein toter Skeff. Der ist schon gelootet hier. Hier liegt ein toter Spieler, ja. Hier hat einer geblutet. Hier vor mir Blutspuren. Von wo? Der Samurai hat geschossen, ne? Achso. Ja, ich habe geschossen im Busch, damit ich sicher bin, dass er nicht da ist.
Hast du ihn? Nee. Die liegt dann tot aus Kev. Habt ihr? Nö. Ist unmittelbar hier vorne irgendwo. Ich höre nichts, ich höre nur Schüsse. Direkt ein toter Scap. Es kann sein, dass er jetzt nicht mehr ganz close ist und uns von hinten abpasst. Ich höre immer Steps von links. Aua, was war das? Ist das ein Spieler hier? Nee. Ich hocke jetzt hier im Gebüsch. Ich kann die Sounds nicht mehr zuordnen. Matze, wo bist du? Ich hocke jetzt hinter euch im Gebüsch. Okay. Ja. An mir flog auch schon wieder, an mir fliegen immer irgendwelche Schüsse vorbei. Ich verstehe die Welt nicht. Ey, Klaus rennt hier runter. Ich höre seine Steps irgendwie links. Klaus muss aufpassen. Der kann, es kann sein, dass er hier irgendwo aus dem Busch snipet. Ne? Bleib immer in Bewegung. Na, aber ich nicht, meinst du, nicht, da oben lag doch ein toter Spieler, vielleicht haben wir den mit der Nate weggemacht. Hier liegt da auch noch einer hier. Also den ja. Da hinten, den gucke ich mir jetzt mal an. Es kann sein, dass der tatsächlich mit dem Nate einer von denen ist, der gestorben ist. Mhm. Aber Klaus sagte, der ist gelootet worden. Ach so, für mich hat er der, da vorne liegt, der ist gelootet worden, ja. Ne, auch da oben, da ist aber ein Skeff. Pilgrim lag noch einer oben. Das ist kein Skeff gewesen hier. Ne, aber der ist gelootet, also. Der ist gelootet, ja. Der hat den Pro-X von ihm liegen lassen, aber das ist kein Scav. Matze, nimm dir den Pilgrim. Nö, nimm du. Nee. nö. Nützt nicht. So, dann gehen wir vom. Ist egal. Gehen wir mal Matzes Aufgaben machen, oder? Ja. Aber dass wir das Gemetzel eben nicht gehört haben hier. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, vor allem, was ich nicht verstehe, ist, dass er so schnell Land gewonnen hat. Ach, da ist er. Wo? Vor uns, direkt vor uns. Der hat sich in der Kuhle droppen lassen. Habt ihr ihn? Ja, ich glaube, ich habe ihn erschossen. Ja, da liegt einer. Ich gehe links von ihm und clear. Ich bin auf der anderen Seite von der Kuhle, ja. Ein Kumpel hat, der hinter ihm ist. Hinter ihm ist alles frei. Oh, sehr lecker. Da freut der Matze sich. Ja, da lacht das Matze. Hast du schon wieder Loot gefunden? Achso, habe ich einen Orb gekillt? Ja, habe ich. Der Matze hat einen Tarkov-Ständer. Ja! Er hat ein EFT-Erektion. Eine richtig geile. Das ist so lang. Ach, hier ist Klaus, okay. So, ich gehe drüber hinweg Richtung Tankstelle, ne? Mhm. Olli, Jungs, bist du auch raus? Ich wünsche dir einen schönen Abend, Olli, ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst. Aber ich mach einen Stickerino. Ich kann einen Stecken hier. Kommt einer gelaufen, ja, ne? Ja, wir beide. Ja. Okay, ich stecke hier gerade. Auch wieder nur einen Beat. Was für ein Beat? Ach, ein Bär meinst du? So, jetzt. Ja, das sind jetzt zwei Bärs. Ah, da hinten ein Spieler, zwei Spieler, ungefähr 10 Uhr von uns. 10 Uhr, die kommen vom Pier und gehen nach oben.
kümmert euch. Einer ist gehittet von denen. Ich habe jetzt keinen Long Range, ich muss mich zurückfallen lassen. Klaus, kannst du sie sehen? Nee. Vorsicht, Vorsicht, genau da sind sie, wo du jetzt bist. Genau da, wo du hinguckst. Hinter einer Mauer oder so, ne? Ja, genau an der Mauer waren die. Einen habe ich stark gehittet, der ist aber weggerannt. An was für einer Mauer? An was für einer Mauer? Der vom Pier Richtung Wasserwerk geht. Ach so, da drüben. Ah, okay. Was wir machen können, ist vom Pier runter die pushen. Na, ich habe noch Scope, wenn ich es an der Mauer sehe. Pass auf, dann gehe ich von unten ran an die. Und dann sage ich euch ungefähr, wo die sind. Weil also ich bin nichts zu verlieren. Ich bin schon fast am E-Werk. Okay. Schon fast am E-Werk. Meinst du, die sind nach oben gegangen? Ja, sind sie nicht nach oben gegangen? Doch, die sind, aber die Frage ist, sind sie auch weitergegangen oder sind die da, hocken die sich irgendwo? Also ich komme jetzt die Mauer vom E-Werk runter quasi. Okay, pass auf, dann gehe ich vom Pier aus die Mauer hoch, ja? Mhm. Okay. Und irgendwo da in der Mitte müssen sie ja sein. Ich gehe jetzt zum Tankstelle und von Tankstelle. Matze, wo bist du? Ich bin ja noch auf dem Felsen. Ja, runter zur Tankstelle. Kannst du ja vielleicht zwischen uns gucken. Ja, sind die auf unserer Seite? Die müssen. Ja, auf unserer Seite. Ja. Auf unserer Seite der Mauer. Die sind jetzt, ich bin jetzt fast an der Mauer vom Pier aus. Und wenn Klaus oben hat, dann können die ja nicht irgendwo sein. Dann müssen sie ja zwischen uns sein hier irgendwo. Also ich kann quasi fast die komplette Mauer entlang gucken. Also okay, da sind ein paar Gebüsche dazwischen, aber. Ich komme jetzt von unten, ich komme von der. Ich komme von unten, ich bin an der Mauer lang und checke hier Busch für Busch. Mhm. Du läufst, bist du das jetzt oder bist du das nicht? Das bin ich, jetzt der hier tänzelt. Ja, alles klar. Siehst du mich? Jetzt nicht mehr, aber gerade habe ich dich gesehen. Jetzt sehe ich dich wieder, ja. Ja. Alles gut. Sind die so schnell hochgerannt? Vielleicht sitzen sie am Gebüsch irgendwo. Ich bin jetzt an der Tanke. Wo seid ihr? Ah, ich sehe da unten jemanden. Das ist wahrscheinlich Samurai. Kommst du gerade zu mir gerannt? Ja, ich komme zu dir gerannt. Okay. Wo sind die lang? Das geht so schnell, haben die sich hier wegbewegt. Die liegen bestimmt noch hier irgendwo. Guck mal, Klaus, hier siehst du, dass ich ihn gehittet habe. Hier. Ja, okay, dann waren die aber schon ziemlich weit weg. Ja, sind die drüber hinweg. Okay, dann lass uns. Die schießen von da. Hast du gehört? Mhm. Wo sind die? Einen habe ich. Da war noch einer mit dem blauen Helm. Ja, dann heil dich. Wo sind die, Klaus? Wo waren die? Richtung E-Werk, Matze. Ziemlich weit oben am E-Werk, aber an der Mauer, wo wir noch stehen. Ah, okay. Okay. Ich schieße mal so Verdacht ins Gebüsch hier. Ich bin neben dir, Klaus. Na, Matze. Ihr habt ihn. Der zweite liegt. Okay. Der zweite liegt da. Habe ich gesehen gerade, wie er gefallen ist. Hat Klaus erschossen. Jetzt muss man gucken, ob es einen dritten gibt. Ich gehe hier vor. Ich gucke hier die Büsche. Also ich laufe an der Mauer entlang, ne? Mhm. Ja. Ich bin auch fast an der Mauer. Ich sehe hier keinen mehr. Ja. Ne, den hast du mal zurückgekillt. Also hier ist safe jetzt. Mhm.
Ich komme jetzt wieder zu euch zurück. Ja, ja. Auch kannst du looten, Klaus, wenn du möchtest. Nee, nee, ich hab. Kann Samurai gerne looten. Nein, 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 ich brauch nichts. Das ist gut. Wobei, die blauen Sachen würde ich gerne. Ja, mitnehmen. Nimm die blauen Sachen mit. Mhm. Dann gucke ich mir meinen Rest an. Wo ist denn der zweite? Etwas weiter höher an der Mauer, da stehe ich gerade. Ah, okay. Oh, die Kopfhörer nehme ich. Den hier überhaupt? Wer hat ihn getötet hier? Den hat Matze getötet. Ja, den habe ich getötet hier. Ne, hier, der Soldier Bro ist von Matze. Wo ich jetzt die blauen Sachen. Matze, ich nehme nur die blauen Sachen, ne? Ja, ja, nimm. Hm. Ich muss erstmal stacken irgendwo. Hier liegt ja noch einer. Ja, cool. Was? Nein, wir waren noch zwei, dachte ich. Drei. Ach so? Hab ich den? Ja. Ich hab ihn. Cool. Geil. Das war der erste, den ich Dann ist er doch gefallen. Ich hab gedacht, der ist weggerannt. Ich krabbel den mal nur eben kurz an. Ja, krabbel ihn mal an. Warte, ich geh mal hier. Der hat eine schöne. Nein, eine Adder ist das. Uah. Ja, zwar Kreissachen, aber ich nehm's mit. Naja, wunderbar. Ist doch geil. Schön. Fett ah, Loot. Da könnte ich gebrauchen. So, ich muss aber jetzt eben mal stacken hier. Ah, ja. Alter, dann habe ich ihn vom Weiten doch bekommen, ey. Das ist ja geil. Ja, nice. Ja. Never mind. Never mind. Mann, Fliege, verpiss dich. Gott, was fühlt er denn mit sich hier? Seinen Kopfhörer und so, weil ich glaube $72 hat er mit. Nice. Hey. So viel Geld. I'm a rich boy. Oh, gib nicht alles auf einmal aus. M6A1, warum wusste ich das? Irgendwie wusste ich das. Jetzt können ja eigentlich nicht mehr so viele Spieler auf der Karte rumgammeln, oder? Nee. Mhm. Jetzt gehen wir mal für Matze die Scheiße da machen, oder? Ja, ich muss bloß unten das markieren und dann muss ich ins Ressort. Aber dann fahren wir doch eben. Matze. Ach so, okay. Was? Da waren wir Alter, ich hab die Scheiße gar nicht abgegeben eben. Alter. Du bist ja genauso wie ich, Alter. Ich darf jetzt so nicht sterben. Ah, ja, ja. Ja, da sitzen manchmal auch Sniper Silent, ja. Ja, das war ein Dreierteam, den wir gelöscht haben. Wie seht ihr, das stimmt. Ja, ja, also ich habe auch nicht gedacht, dass ich ihn mit. Ich meine, gut, das ist natürlich gute Munition, ne? Das ist ACP-AP. Aber ACP-AP fliegt halt nicht so gut. Der hat einen ordentlichen Drop, ne? Auch wenn es gut muss. Und er hat einen 5er Rig. Also, ja, das hab ich jetzt so nicht gedacht, aber. Also hier wird alles gelootet sein. Manchmal ist man besser, als man selber denkt. Manchmal hat man Glück. Ja, das stimmt. So. Kann ich die Scheiße irgendwo anders hinpacken? Nee. Kann ich nicht. So. Eigentlich nicht. Mit. Lexi. Wenn, dann hätte ich. Ich habe ja immer das 60er drin. Weißt du, wenn ich jetzt eins verloren hätte, wäre es das 60er gewesen. Ich habe ja immer das 60er aktiv in der Waffe. So, jetzt müssten wir eigentlich noch zum Ressort, aber das können wir auch später machen, weil Klaus darf nicht verrecken. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Hm? Tagewerk verbracht. Railway Bridge. Ja, genau. Genau so ist es.
oder was? Ganz, ganz ganz. Wo seid ihr denn? Haut ihr jetzt schon ab? Ja, klar. Die hauen schon wieder ab. Ich komm gleich. Rennt vor. Alles gut. Wir sind voll gefressen. Loot geiler. Voll gefressen. Also, irgendwo habe ich gerade einen Skeff gehört. Also ich nicht. Also jetzt Resort oder was? Nee, jetzt gehen wir raus. Ach, jetzt gehen wir raus. Okay. Oder musst du noch zum Resort? Nee, ich muss, ach so. Ich muss gar nicht. Ey, ich hab warte ja mal. Das Ding jetzt da geholt. Warte mal. Andere kann ich irgendwann machen. Ach so, hast du jetzt das Blumending geholt oben aus vom Schrank? Ja, das eine habe ich geholt. Das andere ist, wenn es tatsächlich ein 107 ist, habe ich noch nicht mal den Schlüssel dafür. Ist alles safe. Die Nein, ist ja auch aber du da. Warst jetzt da im Pier und hast oben das Ding geholt vom Schrank. Ja, genau. Ein Cottage. Okay. Nee, Bier musst du auch abholen. Am Pier. Wieso am Pier? Ja, du musst doch zwei Sachen abholen. Ach, das andere ist hier am Pier, oder was? Naja, klar. Gleich, wenn ach ja, das stimmt. Das ist ja da oben bei dem scheiß Teil. Ja. Junge. Einmal mit Profis, nur zwei Minuten. Ey, ich bin nicht der einzig Verstrahlte heute. Das ist geil. Ich habe schon an mir selbst gezweifelt. Ja, die Menschheit ist komplett irrsinnig. Ich bin nicht der Einzige. Geil. Freue mich. Danke. Der Samurai nix Lexi. Kann er, aber davon kann er eine Menge. Ja, müssen wir uns jetzt, bei Lexi bedanken. Jetzt, wenn der Skeff-Player kommt, ne, dann kotze ich hier. Jetzt bloß kein Teamkill, sonst... Ich bin hier oben am Sniper-Hügel, Samurai. Schrei groß. Ich bin schon ein bisschen weiter vorne. Ja, Lexi, ne? Sehr schön. Ah, nur gut, dass er aufgepasst hat. Ich habe da jetzt auch nicht mal dran gedacht. Ist echt gut, dass man Zuschauer hat. Ich schaue zu, weil jetzt wird hier... Weißt du, wo es liegt, oder? Samurai? Bitte? Weißt du, wo es liegt? Ja, okay. Ich weiß jetzt. Alles gut. Ich habe jetzt wieder... Ja, das war dieses chirurgische... Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist etwas, was... du hast ja auch eine Aufgabe, wo du da rein musst beim Sanitar. Mhm. Ja, aber das ist die nicht, nee. Nee, das ist sie nicht, genau. Naja. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Na, wenn du eigentlich vorm Schrank stehst, direkt davor, oder? Ist das noch so ein komischer Stuhl, so ein Sessel oder was? Da springe ich meistens drauf und nehme es runter. Oben auf dem Regal ist es. Und das ist ein Schrank, oder? Ja, genau. Hm. Genau, oben beim Tresor, ne? Dann let's go. Let's go. Auf geht's. Jesus. So, ich höre euch rennen. Klaus kommt gerannt, okay. Ich bin neben dir jetzt, rechts. Also, wo wollen wir raus? Na, Railway Bridge. Railway, jawohl. Railway ist eine sehr gute Sache. Ich glaube, da kommt gleich einer. Habe ich so im Gefühl. Klaus, ich glaube, da ist einer am Pier. Nee, am Pier? Bist du schon da, Samurai? Ja, ich bin hier. Schade. Nee, ich meine gut. Ich bin an der kaputten Hütte. Du warst aber schnell. Ja, das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich zurücklaufe und dann plötzlich die Goons da spawnen. Ja. Da weißt du vorher völlig ruhig. Das machen die wohl. Und dann denkst du an nichts. Plötzlich stehen da die drei Affen vor dir. Das ist die Arschkarte. Da kannst du gleich alle Viere gerade sein lassen. Und dann sagen sie nicht mal Bali Bali Fui Sosa. Nee. Nee, die geben dir direkt einen Headshot. Mhm. So viel seht ihr, wir treffen uns gleich beim Sven, ne? Auf dem Desktop. Und Matze hat ja auch schon einen Partner, der jetzt gleich reinkommt. Der aufmerksame Lexi. Alter, guck mal hier, direkt den Hintern von Matze hier, so zack. Knackig, was? Ein in der rechte Arschbacke, ein in der linken Arschbacke.
das war aber mal ein geiler Raid jetzt. Ja. Der war gut. Also die Krönung wäre noch so gewesen, aber Klaus hat ja seine Quest-Items dabei. Die wollen wir nicht verlieren. Und wäre was gewesen? Die Krönung. Wäre was gewesen? Na, noch zum Ressort da markieren, aber das läuft ja nicht weg. So. Das ist ja nicht so schlimm. Aber bloß wenn Klaus drauf geht, müssen wir die Quest-Items wieder abholen. Was sind das eigentlich für welche, Klaus? Ach hier, wo wir vorher im Ressort drin waren, ne? Diese komische Rolle da. Ja. Ja, die habe ich zufällig schon abgegeben. Und hast du auch diesen... Ja, was ist denn das? Wie heißt das Ding? Motor ist es ja nicht. Aus das habe ich auch schon abgeholt. Ach ja, schon hast du ja gesagt. Okay. Oh, sind noch Skeps hier. Doch zu dritt, ey, das glaubt man gar nicht, ne? Es gibt immer einen mehr. Ja, Wahnsinn, ne? Es ist immer einen mehr. Man darf sich nie so sicher sein, ne? Ich hätte schwören können, dass ich zwei Leute gesehen habe. Ja, aber die Ecke da, wenn du da herläufst, du verschwindest da ja fast. Oh. Kev, ne? Ich hab ihn nicht mal gesehen. Ich bin raus. Macht man weiter, ne? Das war ein Skep. Ja. Aber ist mir wohl, der Penner. Er kann uns am Arsch lecken, gebiegen. Der soll da bleiben, wo der Pfeffer wächst. GG, sehr gut. Oh, so, ja. Ihr geilen Typen. Es hat echt Spaß gemacht, nach so langer Zeit mal wieder mit euch beiden hier durch die Gegend zu rennen. Ja. Ja, schön. Fand ich auch. Treib's nicht so bunt. Nee. Viel Spaß noch weiterhin, viel Erfolg. Und dann kommen, ich bin da, machen wir nächste Woche oder sowas, ne? Oder die Woche drauf. Na ja, wir werden noch sehen. Genau. Wenn du jetzt mal wieder häufiger da bist. Naja, ihr müsst mal, wenn ihr das macht, eure Streams zusammenlegen, dann kann man euch einen Splitscreen schauen. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht.